Okidoki, also der Chang Tsung würde sagen, im originalen Mortal Kombat Film von 95 eindeutig besiegt. Okay. Dann mit unseren 15 Schuss werden wir jetzt hier was mixen. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, welche Zahlen erlaubt sind. 3, 7, 6, 13, 16. Ich muss mal kurz. 3, 7, 6, 13, 16. Alles klar. So, nehmen wir mal 3 Fläschchen. Die müssen eigentlich reichen. So, hier können wir schon mal Wasser reinschütten. Und jetzt brauchen wir noch ein weiteres Fläschchen. So, also. Wir brauchen die 3. Das bedeutet, dort ist ein UMB Nummer 2. Ja. So. Wasser plus UMB Nummer 2. Alles klar. So, dann nee, eine weitere Flasche möchte ich eigentlich nicht. Das brauchen wir einmal 1 plus 3. Dann brauchen wir also kein 4. Nein. Wir brauchen 1 plus 3. Weiß ja, nee, warte mal, brauchen wir gar nicht. Was war es? 3, 7, 6? Ich hab's vergessen. Ah! Warte. 3, 7, 6, 13, 16. Also müssen wir erstmal die 7 herstellen. So. Sag mal, bin ich bescheuert? Was heißt ich? Es geht ja um das Regal. So. Ja, möchten wir. Jetzt möchten wir nämlich 7 herstellen. Ja. So. Jetzt haben wir die 7. So, jetzt müssen wir eine 6 herstellen. Das bedeutet, wir brauchen nochmal die 4 und die 2. So, dann haben wir jetzt die 7 und jetzt haben wir gleich die 6. So, dann haben wir jetzt die 13 und jetzt brauchen wir nochmal einen Dreier. So. Ich habe schon im Jill Run bemängelt, ich bemängle es jetzt wieder. So ein bisschen Musik wäre ganz nett gewesen hier im Raum. Auch wenn es jetzt so eine hektische Musik wäre. Das ist falsch. Nein. Also hektische Musik meinetwegen, weil wir sind ja theoretisch unter Zeitdruck. So. Deswegen, es ist zu ruhig, es ist zu ruhig. So, okay. Und so, drehen noch keine fiesen Gase aus. So, und wir haben V-Jolt. Alles klar. Und ab in den Keller. Oder die Gegenstände, die Rebecca jetzt hat, beziehungsweise einsammelt, die befinden sich später in der Truhe wieder. Das kann natürlich sein. Ich sammle mit der einfach mal die beiden Kräuter jetzt auf im unteren Bereich. Wenn wir ja sehen, was wir davon haben.
würde ihr sagen, von ihrem Outfit her, dass es relativ offensichtlich ist, dass sie so eher dem medizinischen Bereich angehört. Oder würdet ihr sagen, dass er so Tarnung, dass sie in Wahrheit so eine Art Assassinin ist und die Gegner heimlich ausschaltet? Wisst ihr, was ich feiern würde? Ich würde es extrem feiern. Eine Mischung. Gut, war ja im Endeffekt Parasite Eve. Eine Mischung aus Resident Evil und Final Fantasy. Aber wie gesagt, Parasite Eve war ja eigentlich so eine Mischung. Aber im Endeffekt wirklich hier so ein Herrenhaus. Und dann halt so beispielsweise rundenbasierende Kämpfe. Zum Beispiel jetzt so. Also ein Team, Rebecca und Chris, als Team quasi gegen die Pflanze 42. Also der Chris macht halt die ganze Zeit, ist so der Damage-Dealer und die Rebecca heilt den. So, das wäre eigentlich ziemlich cool. Und ich kenne mindestens einen Zuschauer, der das, glaube ich, auch extrem feiern würde. Ich muss übrigens mal an der Stelle jetzt sagen, ich kann die Gelegenheit nutzen, Richtung Templar Assassin. Ich finde es extrem cool. Ich denke mal, du auch, weil sonst würdest du ja meine Videos nicht angucken. So. Dass wir einfach die Genres bzw. Spielereien Assassin's Creed, Resident Evil und Final Fantasy einfach beide so extrem feiern. Finde ich extrem cool. Weil ich ja weiß, dass du die auch alle bis zum Geht nicht mehr zockst. Oh, okay, soviel zum Thema Bosskampf. Oh, okay, soviel zum Thema Bosskampf. Stirb! So viel zum Thema Bosskampf. Ja. Also, die Pflanze hat probiert, dieses komische Zeug von oben auf uns drauf tropfen zu lassen. Irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen und jetzt ist sie putt. Ja. Und wir kommen in den Genuss der coolen Sequenz. So. Ja, das war die Pflanze. Ja. Okay. Ich bedenke, dass die Jill, dass wir mit der Jill fast abgenippelt werden. Oh! I can't believe it! Are you okay? Yeah, so much for him. We got to the root of the problem. Saved again. I just... Really, thank you. You'd do the same for me, wouldn't you? I guarantee it. Well, Chris, this is Richard's radio. We received communication from Brad at the courtyard a little while ago, but he is still flying around in the sky. He obviously couldn't hear our voices. Maybe his radio is broken. I see. Understood. I'll keep it. We should somehow let Brad know we're here. Sie haben Folgendes genommen. Funkgerät. At the pharmaceutical room I found a little while ago, I think I will be able to make something. Anyway, Chris, I'm glad you're safe. Okay. Jo.
Kann ich die besuchen, die Rebecca? Vielleicht kann die irgendwelche Buffs für uns herstellen. Oder ermittelt, wodurch wir Buffs bekommen. So. This room is fully equipped with medical supplies. I can treat you, except for your major injury. Would you like me to? Ja. Yes, please do something for me, temporarily. Aha. Rebecca versorgt Chris. Most of these medicines are from Umbrella. What's Umbrella? Don't you know? It's a large-scale pharmaceutical company based in Raccoon City. Oh, I see. Also ich weiß jetzt nicht, stammen die Redfields ursprünglich aus Raccoon City? Weil im zweiten Teil sagt die Claire nur, sie will ihren Bruder finden. Sie sagt jetzt nicht irgendwie, sie will in ihre Heimat oder so. Weil... ich meine, er arbeitet ja fürs RPD, Raccoon Police Department. Also eigentlich sollte er deshalb schon... ich hab gleich weiter. Wesker! Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Aren't you with Jill? I'm sorry. We were attacked by a strange monster. I lost track of her while we were scouting around. I hope she's okay. I see. Well, it's not your fault. This place is crazy. If we stay here, all of us will end up dead. What should we do, Wesker? We have to complete this mission. Whether we escape or stay and look for Jill, we don't have many bullets left, and we can't even protect ourselves. We're still in trouble. Chris, there are a lot of locked rooms in that house. Check them out one more time. There must be a place to hide safely. I'll look around the house a little more. Okay. Let's get going. Okay. Dazu muss ich auch gleich noch was sagen. Ich werde auch niemals verstehen, warum der Wesker das hier macht, was er macht. Ja. Ja, also, dass der Chris ja fürs RPD arbeitet. Also anhand dessen sollte er eigentlich schon wissen, wer oder was Umbrella ist. Und sollte er aus Raccoon City stammen, was ich jetzt wie gesagt nicht weiß. Ja, dann muss er es definitiv wissen, aber gut, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich fand es jetzt interessant, auf der einen Seite fand ich jetzt gut, dass er gesagt hat, einen Platz, wo wir uns verstecken können. Würde ja implizieren, dass dann beispielsweise, wenn man sich versteckt, dass man dann in der Zeit ja nicht irgendwie der Sache weiter auf den Grund gehen kann, also irgendwelche Machenschaften aufdecken kann, was ja der Wesker ja sicherlich nicht möchte, dass man da irgendwas noch aufdeckt. Die andere Seite ist nur... nehmen wir mit. Ja, dass er gesagt hat, das sind noch einige Räume. Das Problem ist ja, wenn er noch einige Räume untersucht, der Chris, dann ist natürlich dann die Gefahr da. Ich muss gerade mal rechnen. 1, 2, 1, das haut hin. Speichern tue ich jetzt nicht. Werde ich wahrscheinlich bereuen. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, wenn er mehr Räume untersucht, ist die Gefahr natürlich größer, dass er da, wie gesagt, Sachen aufdeckt. Und das kann ja nicht. Das kann ja nicht dem Wesker gefallen. Also kann nicht in dem seinen Sinne sein, dass er jetzt eventuell. Ja. Weil ich bilde mir ein, dass es so ein anderes Verhältnis auch gibt zwischen Chris und Wesker zu Jill und Wesker. Dass die Jill halt wirklich so eine junge, unerfahrene Polizistin ist und der Wesker ist halt einfach der Teamleiter und ja, wird ja einfach gemacht, was gesagt wird. Beim Chris, das wird ja auch später etabliert, das geht bei Code Veronica ja schon auch wirklich los. Dass das quasi so ebenbürtig ist, dass die beiden sich... also klar, der Wesker ist... ich hätte gleich weiter. This is Brad. I know you can't answer me. But somehow, give me a sign.
This is Chris. Brad, can you hear me? Damn! Ja. Der Wesker ist quasi der Teamleiter, gar keine Frage. Aber dass er Chris jetzt nicht in der Hierarchie... warte mal, ich bin jetzt... sich nicht in der Hierarchie jetzt so viel weiter unten sieht. Und dass er dem schon auch Paroli bieten kann in diversen Angelegenheiten. Und das war ja bei Veronica wirklich sehr, sehr stark, wo die beiden aufeinander getroffen sind. Und man das halt nicht so wirklich gemerkt hat, dass jetzt der Wesker über dem Chris irgendwie stand. Und dass es wirklich ja ein Duell auf Augenhöhe quasi war. Abgesehen davon, dass der Wesker bei Veronica so ein bisschen mit diversen Gadgets, würde ich mal sagen. Nein, Gadgets ist falsch. Fähigkeiten ausgestattet war. Und das ist er hier ja offenkundig noch nicht. Im Jill Run hat ja dieser Barry-Schlag gereicht, um ihn auszunocken, auch wenn wir jetzt nicht erfahren haben, was dann aus ihm jetzt geworden ist. Aber ich glaube, im Chris Run werden wir das erfahren. Beziehungsweise gibt es einen anderen Handlungsstrang dann bezüglich Wesker. Deswegen ist halt die Frage, was ist jetzt Kanon? Also ich denke mal, Kanon ist so eine Mischung aus beiden Runs, sowohl Jill als auch Chris. Weil offizieller Kanon ist nämlich das Ende vom Wesker aus dem Chris Run, was wir nachher sehen werden. Ja. Und dass da daraufhin der Wesker so ein bisschen modifiziert war. Infolge dessen, was da passieren wird. Ah, ich hätte schon. Ich hätte die Kurve schon mitnehmen können. Na, ist egal. Oh, ich habe vergessen, dass hier noch zwei blaue Kräuter draußen liegen. Das eine blaue kann ich ja nachher noch mit aufnehmen, wenn wir uns in den Untergrund begeben. Aber das ist halt das coole Backtracking. Ich mag das. Wenn wir einfach nochmal an Örtlichkeiten uns begeben, wo wir schon mal waren, finde ich extrem. Oh! Hatte ich ja komplett vergessen. Nicht übersehen, weil ich konnte es nicht sehen. Ich hatte es einfach vergessen. So. Aber hatte ich die blauen Kräuter doch schon genommen? Okay. Gut, dann wissen wir ja, was uns gleich erwartet. Im übernächsten Raum bzw. Bereich. Im Remake befanden sich die ganzen zusätzlichen Heil-Items und Munition etc. hier in dem Schuppen. So, Leute,